Theo Elpos, dem großen Vater des Rassekaninchenzuchtvereins Einigkeit Gescher, ist die erste Grenzland-Kreisschau in Gescher gewidmet. 573 Rassekaninchen, davon 103 Tiere von Jugendlichen, stellen sich an diesem Wochenende den kritischen Augen der Preisrichter in der Don Bosco Turnhalle. Zu Beginn der Eröffnungsveranstaltung begrüßt der erste Vorsitzende Helmut Thieri zahlreiche Gäste aus dem öffentlichen Leben. Wir begrüßen den Vorsitzenden der CDU Gescher, Herrn Ferdi Hölter. Herrn Mark, ja, dann wird es ja ein Problem werden, Herr Sorsen. Trotzdem da. Danke. Ganz besonders freue ich mich, dass viele Jugendliche hier sind, die es verstanden haben, dass ein Hobby mit lebenden Tieren doch immer noch schöner ist, als nur mit dem Smartphone zu daddeln. Ehrungen und eine Tombola zugunsten der Stiftung Herzensträume machen den zweiten Teil des Eröffnungsprogramms aus. Die Faszination der Rasse Kaninchenzucht ist ungebrochen. Theo Elpos hätte das mit Freude gesehen. So Felix, du bist Kreismeister geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was ist für dich faszinierend daran, Kaninchen zu züchten? Ich finde, Kaninchen sind schöne Tiere und es ist schön, an einer Ausstellung zu sehen, wenn jeder mit seinen Kaninchen ankommt und man lernt auch neue Züchter kennen.